Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge Neverwinter. Hier ist der Leuchtweg. Mit dem Pferd geht das wahrscheinlich sogar noch schneller. So, Garrett ist in der Ausbildung. Der kriegt also jetzt... Ja, der kriegt keine Erfahrung. Pech für ihn. Baugrundlage abgeschlossen. Ja, wir haben dafür Verwendung. Im Kampf gegen Sumpf und Echsen werden wir etwas brauchen, das haltbarer ist als Zelte. Ja. Ich stimme dir zu. So, wo ist die nächste Quest, Freund? Das kann doch nicht sein. Ich hoffe, wir finden etwas Nützliches für Fräulein Iago. Ich meine, die halbe Karte ist noch unerforscht. Und mir fehlen hier irgendwie Quests. Wo zum Teufel bleibt die angeforderte Verstärkung? Oh, das hilft nichts. Dann müssen wir ein bisschen suchen, ob wir irgendwo was verpasst haben. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Das ist ja doch relativ linear. Ah, da ist der Schädel. Da, seht ihr ihn? Da ist der Schädel. Hübsch, hübsch. So, du hast wahrscheinlich immer noch nichts zu sagen, ne? Ja. Dann gehen wir einfach mal weiter. Gruppeneinladung. Nein. Tut mir leid. Im Moment. Nein. Nein, möchte ich nicht. Galadriella. Aussicht genießen. Nicht zu weit nach vorne.
Falls ihr euch wundert, was ich hier mache, ich wundere mich auch gerade. Ich suche eigentlich nur eine Möglichkeit, hier weiterzukommen. Also irgendwie eine Quest oder so. Das wäre vielleicht eine Idee, dahin zu gehen. Punkt Nummer 9. Meutererlager. Fehlt momentan wirklich so ein bisschen die richtige Idee. Na gut, gehen wir mal ins Meutererlager. Und guck mal, ob wir da irgendwas finden, was uns hilft. Das Meutererlager. So, absteigen. So, ihr Meuterer. Irgendeiner von euch muss doch irgendwas für mich haben. Wache der Piratenmeuterer. Wer könnte denn hier der Boss sein? Piratenmeuterer. Der Koch. Wir sitzen auf dieser Insel schon so lange fest. So, du bist der Koch, du weißt bestimmt Bescheid. Ich werde die Überreste unserer Seelen nicht an Bartholomew Blackdagger ausliefern. Okay. Oh, hast du irgendwas zu sagen? Tiermeister, du bist doch nur ein Laden. Du bist doch nur ein Laden. Was ist denn das hier? Schöner Verteidigungswert. Ja. Aber nehme ich nicht. Werde ich verkaufen. Du was zu sagen? Ja. Hier Piratenmeuterer. Der hat nichts zu sagen. Das kann doch nicht sein. Irgendwas muss ich doch hier verpasst haben. Habe ich irgendeine Quest nicht abgegeben oder so? Kehlenschlitzer und toter Pirat. Okay. Raufbold. Na gut, also in diesem Gebiet geht es definitiv weiter. Aber ohne Quest macht das ja gar keinen Sinn. Also ich sag schon mal jetzt, ich werde hier rumlaufen und nach der Quest suchen. Ich glaube aber, ich werde das schneiden. Also je nachdem, wie lange es dauert. Wenn ich das jetzt sehr schnell finde, dann vielleicht nicht. Aber im Moment sieht es wirklich danach aus. Sieht es danach aus, als wenn... erstmal herausfinden muss, was los ist. Beziehungsweise als wenn ich hier erstmal blöd rumlaufen muss. In dieser Festung muss man sicherlich auch noch irgendwas machen. Und da hatte ich ja bisher auch noch keine Quest, da reinzugehen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof.
aber hilft ja nichts. Hafner, dich möchte ich nicht. Ich hoffe, wir finden etwas Nützliches. Diese Irrlichterfang, also Irrlichterfang ist ja diese, diese Aktion, eine Viertelstunde lang rumlaufen. Die habe ich doch eigentlich gemacht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das hier wirklich der Spielstopper ist. Aber ich lasse mich überraschen. Sicher. Späht alles vor uns aus, Traygold. Geht einfach zu den Echsen und fragt sie, was sie hier tun. Andererseits, vielleicht gibt es zwei verschiedene Quests mit Irrlichtern. Einmal dieser Event Irrlichter fangen und einmal diese Lichter zurückbringen. Wir werden es gleich wissen. Sumpfrand. Jo. So, wir sind angekommen. Hat ein bisschen gedauert. So, du willst mir also was sagen? Dann erzähl. Irgendetwas stimmt in diesem Sumpf nicht. Außer, dass er sich mehrere hundert Fuß über dem Meer befindet, natürlich. Mhm. Okay, ist eigentlich Garrett hier da verfügbar? Kapitänin Yargo hat sich irgendwohin aufgemacht. Also habe Wie ich teuer jetzt ist das Beschleunigen? 1600? Oh, das machen wir. Oh, dann kriegt er gleich Erfahrung. So, Garrett. Wobei 1600 ist. Die werden uns helfen, das zu finden, wofür wir gekommen sind. Natürlich auch ein bisschen dekadent. Wollt ihr euch lieber einen Meter die Binde kippen? Oder hier wochenlang festhängen? So, Ire. Vielen Dank. Das wird sehr hilfreich sein. Ja. War's das? Früher oder später wird der Schnaps alle sein. Bevor es soweit kommt, muss ich einen Weg finden, wie wir an Trieb sehen. Na gut, komm. Also, wie ihr seht, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hingehen soll, außer in ein neues Gebiet. Aber wir haben dieses Gebiet ja noch gar nicht abgeschlossen. Okay, also Zeit ist aber sowieso schon um. Von daher, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich werde jetzt mal off-cam ein bisschen versuchen herauszufinden, wo es hier weitergehen könnte. Wenn ich das herausgefunden habe, dann werde ich praktisch wieder mich zurückmelden. Und dann wird es weitergehen. Bis dahin, ja, werde ich erstmal am Suchen sein. Ich sag mal Tschüss und bis bald.